Neue Perlen verlangt das Schiff und damit können wir dann auch weitere neue Crewmitglieder wiederbeleben. Wobei wir aktuell ja auch eine neue dabei haben, Theresa, unsere Scharfschützin, die das ganz gut macht. Also das hat sich schon ausgezahlt, dass wir die dabei haben. Die ist durchaus auch eine gute Addition für das Team. Und damit herzlich willkommen zurück zu Shadow Gambit, einer neuen Folge hier auf dem Kanal. Alles furchtbar kommentiert mit mir, dem Daniel. Ja, wir sind gar nicht mehr so weit weg vom eigentlichen Missionsziel. Wir müssen hier nach oben die Perle holen. Ja, müssen wir jetzt halt schauen, wie wir da auf diese Insel darüber kommen. Ich hatte mir eh schon einen Weg ausgeguckt. Das ist dieser hier. Jetzt haben wir auch den Weg so weit freigemacht, dass uns auch auf dem Weg dahin niemand sieht. Dann können wir das nämlich auch weiter so wahrnehmen. Und müssen dann nicht über die eine Brücke darüber. So, die gute Theresa hat ihre Munition auch wieder aufgenommen. Ja. Und dann kommen wir nämlich hier deutlich leichter hin. Denke ich jetzt erstmal. Der Tod ist keine Niederlage. Ja, idealerweise hätten wir die Theresa noch oben. Du bist noch jung. Bereit zum Dienst. Ein Eisen, noch ungeschmiedet durch den Hammer des Schicksals. Die Inquisitorin wurde tausendfach gehärtet. Die überwacht auf jeden Fall mal ihn. Sie kann da gar nicht hochklettern. Ach, verflixt. Da war ja was. Das heißt, wir müssen die ohnehin wieder nach oben bringen. Warum sollte die Inquisitorin zu dieser verseuchten Insel kommen? Mich deprimiert. Dann muss die jetzt ohnehin. Über die Brücke. Als Dienerin der Maid muss sie. Asche für deine Augen. Ach du Heilige. Krieg mir die überhaupt da irgendwie. Das schaut wirklich schlimm aus gerade. Dass wir die da gar nicht rüber bekommen, so richtig. Gibt es die noch irgendwo? Ne, eine Leiter gab es hier nicht. Puh. Ich hab's erlebt. Du sprichst vom Schicksal. Ein Schlag auf die Finger. Ich muss gestehen. Besser alt, als irgendwas zu bereuen. Rechnet, ne? Oh Gott, er war doch schon eigentlich drin. Jetzt da. Passt. Reicht auch so. Ja, eigentlich brauchen wir Theresa da hinten jetzt erstmal gar nicht. Wakanda! Das Feuer verzehrt sich nach uns. Vergib mir meine Unverschämtheit. Ich bin noch neu im Ort. Ich übernehme das. Du kannst hierher zurückkehren. Möge deine Seele offen für die Wahrheiten der Flamme sein. Theresa! Para servirle. Eine kleine Welle ist alles, was es braucht. Mit dem Fisch könnte ich die beiden ablenken. Mhm. Wieder eins. Warte mal, dann kann er doch das alles alleine wahrscheinlich machen hier gerade, oder? Hä? Oh nein. Ja klar, sobald der getriggert ist, beziehungsweise durch irgendwas. Ah, das heißt, dem können wir gar nicht ablenken. Aber den können wir ablenken. Ich muss schon sagen, der Anblick der Inquisitoren inspiriert uns, besser zu sein. Größer, als wir es jetzt sind. Du bist noch jung, Akolytin. Ein Eisen, noch ungeschmiedet durch den Hammer des Schicksals. Die Inquisitoren wurde tausendfach gehärtet. So, ich hätte ganz gerne mich einfach nur erstmal den hier weg. Yeah.
Passt. Passt. Dann können wir nämlich auch die Theresa da jetzt da hinten in Stellung bringen. Die darf dann quasi den Killshot machen. Oh Gott, die muss aber da ziemlich weit her. Durch die Flammen. Dieses Bild. Crea Cuervos. Okay, das funktioniert. Sehr schön. Die See strömt durch mich hindurch. Hier wird mich niemand finden. Ja, passt ja. Dann kann er. Ist keine Niederlage. Dann kann er da jetzt einfach reinsprinten dann. Die Mali erinnert sich. Mein Tor. Du kämpfst genauso heimtückisch, wie du Karten spielst, Toya. Schwerer Kunde. Mein Blick. Und schon haben wir dann auch den Weg zur Perle frei. Ja, alles nur eine Frage des Teamworks. Dort. Die Perle gehört uns. Ich hoffe, damit ist unser Handel abgeschlossen. Keine Drohungen mehr, die Zeit zurückzudrehen. Ganz und gar nicht, Schreckranke. Es war uns ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Ei, und melde dich sehr gern wieder bei uns. Wir wissen deine Großzügigkeit sehr zu schätzen. Pirat. Das ist der richtige Knochen. So, jetzt brauchen wir natürlich wieder einen Ausgang. Wo finden wir denn einen solchen? Da drüben finden wir einen solchen. Da müssen wir uns noch ein bisschen durchkämpfen. Auf ein, zwei Muscheln trägst, ist angerichtet. Dicho jetzo. Ah, die Salzprile. Ah, so sicher wie die Gezeiten. Allzeit bereit. Was? Schnell. So. Auch da brauchen wir jetzt natürlich wieder einen kleinen Plan. Ah, ein Rezept für die nächste Strategie. Da komme ich nur drüber, wenn ich hier. Viel zu viele Unterbrechungen heute. Auch kein Durchgang, ne? Ja, wobei, die Wand wäre offen. Die Wand wäre offen. Mal schauen, ob wir da mit dem vielleicht irgendwie einen Weg frei machen können. Ja, der steht auch so weit hinten. Nur einen Moment. Das fällt nie im Leben auf. Da ist noch ein Gebüsch. Ich bin die Klinge. Außerdem ist das wieder Mimimi wieder weiter, oder? Der hat einen Namen. Ja, genau. Woll doch. Passt. Eine treffliche Mischung aus Erinnerungen. Flüstern. Flüstern. Kommissarius, Akolyt. Kommissarius. Tempo ist essentiell. Ein bisschen Glück kriegen wir dann auch direkt noch da hinten ums Eck gebracht. Das Feuer stellt die Seele. Welches Grauen verbirgt? Was soll diese Verzögerung? Diese Impertinenz. Schwerer Kunde. Ich will dich melden. Hast du gehört? Hast du deine geheiligte Pflicht vergessen? Du gönnst dir eine Pause, was? Meldung. Der Toya hat auf jeden Fall eine sehr gute Animation, um Leichen aufzuheben. Das geht extrem schnell. Oh, jetzt kommt er auch noch hier. Hätte ich jetzt schneller sein müssen. Entfesselt. Guter Geschmack. Bereite die Zutaten vor. Welches? Was soll diese Verzögerung? Diese Impertinenz? Ich liebe meine schwerer Kunde. Pflicht vergessen? Meldung, das ist deine Pflicht. Meine Spitze. Ein Hinterhalt in der Macht. Oh Gott, nein! Ich folge dem Plan. Noch einmal. Ich warte. Jetzt kommt er gar nicht mehr her. Mit gezückter Waffe läuft er jetzt hier wie so ein Amokläufer durch die Gegend. Ja, das ist ja Witz. Du gönnst dir eine Pause, was? Das werde ich melden. Hast du gehört?
Die Prognostikare werden davon erfahren. Hat er sich wieder beruhigt, ja? Hat sich wieder beruhigt. Das Gerecht nimmt Form an. Als würde ich das Gefühl für die Zeit. Ah, ein Rezept für die nächste Strategie. Ich übernehme das. Einarmige Technik. Ausreichend. Beim Heben die Beine einsetzen. Ha! Geht doch in den Busch da. Kinderspiel. Hä? Halt! Wo läufst du denn hin? Einfach nur im Busch ablegen, Junge. Eine Erinnerung für die Mali. Wird erledigt. Ich komme wieder. Oh Gott, was mache ich denn da? Die Falle ist bereit. Einmal Maß nehmen, schwerer Kunde. Sieht halt toll aus. Warte mal, was ist denn da? Ich. Hä? Was ist denn da? Ich sag doch hier Busch. Wo rennt denn der mit der Leiche dahin? Hallo? Hallo, Busch. Sehr traditionell. Ach komm schon, ist da kein Platz mehr im Busch oder was? Hm. Der Winkel war kacke. Okay. Tempo ist essentiell. So, müssen wir eigentlich da ziemlich easy jetzt durchkommen. Oh ja, die rennen da alle rein da. Ach Moment, da oben haben wir aber noch einen. Ich wusste, es wird so kommen. Den sollten wir natürlich mit ihren wegsnipern. Ach, die kann da jetzt wieder nicht hoch. Aje. Die Sitzung ist eröffnet. Aber... Ja, Moment. Guckt da irgendjemand zum Eingang, außer den? Zeit wartet auf niemanden. Ja, ja, das könnte schon noch passen. Es ist vollbracht. Wieder in die Wäsche. Genauso haben wir das vorgestellt. Okay. Gut, der nächste Plan ist eigentlich auch ziemlich simpel. Die Gezeiten gehorchen niemandem. Oh, warte mal. Den können wir hier schon mal abtauchen lassen. Ein Festschmaus für meine Kinder. Ich muss hier bei Zeiten mal aufräumen. Oh ja, eigentlich brauchen wir ja quasi nur die beiden erstmal. Ja, und die brauchen wir eigentlich sicher auch gar nichts mehr killen. Wir müssen ja noch weg. Endlich Zeit, den Anker zu lichten und die Segel zu setzen. Würze des Lebens, was ist denn das? Achso, 5 mit John Mercury. Alles erledigt? Falsch mit einer Pflanze. Ach, das heißt, wir haben da auf der Insel wahrscheinlich noch eine Mission irgendwann. Küstenhütten, benutze alle Landeplätze. Schließe die Mission ab. Ohne Alarm auszulösen. Theresa, Cover fordert schon. Ja, die Perle allein nutzt uns jetzt aber relativ wenig, weil wir brauchen ja zusätzlich noch die Seelenenergie wieder. Das heißt, auch da dürfen wir nochmal eine Mission machen. Du kannst eine Crew-Geschichte beginnen. Ich würde das ganz, glaube ich, mit dem... Wer sind da weiter? Ach so, okay, die sind beide gleich weit. Dann machen wir erstmal das mit dem John. So tot wie brillant. Da will ich jetzt wissen, wie es weitergeht mit der Nummer mit seinem Gammel. Vielleicht finden wir doch noch SpongeBob.
Hi, Toya. Ich habe gehört, dass du die Schildkröten gefunden hast. Allerdings, besten Dank für den Tipp. Ich muss zugeben, dass ich nicht erwartet hätte, dass sie an Estelle vorbeikommt. Also, was deinen letzten Seestern angeht... John, wie oft haben wir schon Karten gespielt? Ich glaube, wir sind bald bei 500 Dutzend. 5.978 Mal, um genau zu sein. Und wie oft hast du gewonnen? Na, es gab da dieses eine Mal, wo man sagen könnte, dass es unentschieden ausging. Du meinst, als mich Gael mitten in der Partie in ihre Kanone gepackt und ins Meer geschossen hat? Ich weiß immer noch nicht, wie du es geschafft hast, sie zu bestechen. Aber was ich weiß ist, dass ich damals in Führung lag. Bis sie wieder zurückkam und den ganzen Tisch über Bord warf. Dann siehst du das also auch so, dass die Partie technisch gesehen noch gar nicht beendet ist? Wenn das die Schlussfolgerung ist, die du daraus ziehst, von mir aus. Spielen wir! Astrein, lass mich nur mal eben ein paar Sachen vorbereiten. Du kannst so viel vorbereiten, wie du nur willst. Wir treffen uns am Tisch, wenn du soweit bist. Runde Karten vielleicht? Also, Sir Reginald, diesmal muss ich wirklich gewinnen. Ich hätte etwa eine Herausforderung. Aber wo müssen wir denn jetzt hin? Ich habe eine Chance. Ich muss mir nur vorher noch was holen. Ich hab's in den Tiefen verstaut. Achso, wir müssen da nochmal. Müssen da nochmal in die Tiefen und uns da nochmal den Joker holen, offensichtlich. Ein paar Asse, wie Toya wohl dagegen spielen will. Machst du jetzt etwa einen auf Ritter, Reg? Wir haben schon so einige Stützpunkte der Inquisition überfallen und geplündert und nie hast du auch nur mit den Kiemen gezuckt. Was soll das heißen? Das waren alles faire Kämpfe. Wir sind unsterblich und die haben doch nichts als alberne Hüte und Masken. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Ich kann also auf deine Hilfe zählen? Braver Fisch. Dann lass uns zu Toya gehen. Die Tiefen haben mich entlassen. Wo sind denn jetzt hin, unser Koch? Da hinten. Jawohl. Dem werden wir es zeigen hier. Wir haben eine volle Hand. Mit Assen. Ganz recht, Toya. Wir sind bereit. Wir? Ich hatte eigentlich gedacht, ich trete nur gegen dich an. Nur so eine Redewendung. Packen wir es an. Ich gebe. Hab nichts dagegen. Ich wette 3 Muscheln. Ich gehe mit und verdopple. Ich bin raus. Sehr verbunden, Toya. Nächstes Blatt. Wir gehen aufs Ganze. Ich auch. Ha, ich habe Asse. Asse, schon wieder? Ja, das Glück scheint den Glückspilzen hold zu sein, oder wie dieses Sprichwort noch geht. Mir scheint, ich bin hier derjenige, der 3 Asse auf der Hand hat. Verdammt, Toya, das war alles, was ich hatte. Wie kannst du mich nur immer wieder schlagen? Tja, der kleine Beschiss, den du damit Reginald versucht hast, hat deine Chancen nicht wirklich verbessert. Nicht? Weißt du, immer wenn Sir Reginald dir diese Asse gibt, setzt du immer alles voller Zuversicht, dass du gewinnst. Als deine Strategie erst einmal offensichtlich war, konnte ich sie ganz leicht ausnutzen. Kartenspielen ist Krieg. Man gewinnt nicht, indem man sich nur auf eine Schlacht konzentriert. Man muss den gesamten Krieg im Auge behalten. Ah, aber solange du mein Crew-Kamerad bist, brauche ich mir darum keine Sorgen zu machen. Du behältst die Strategie im Auge und ich hau einfach drauf, wenn's dir nichts ausmacht. Aber gewiss, alter Freund. Schau später wieder bei mir vorbei. Dann kannst du die Innereien haben. Ach, jetzt auf einmal doch?
Den Schildkröten würde das Ups. Gefallen. Wo ist er denn jetzt wieder hin? Jetzt ist er wieder dahinter rum. Okay, also wir sind jetzt auf jeden Fall hier fertig erstmal. Haben wir noch irgendwas mit Reden? Nee, tatsächlich gar nicht, ne? Also, das erste Mal, dass ich nach einer Mission zurückkomme und nicht nochmal mit der Mani sprechen kann. Das heißt, wir verpieseln uns gleich in die nächste Mission. Setze Kurs, Frau Navigatorin. Dann die Eisenbucht. Asche und Erz. Ein Relikt verbirgt sich in der wahnwitzigen Maschinerie der Eisenbucht. Trotz dem Dogma der Inquisition, um es zu bergen. Belohnung, Seelenenergie und Eisenschlüssel. Lebenskraft 3, Tageszeit Tag. Dauer Mittel, Crewgröße 3. Ja. Ja, wenn wir die Mission dann drüben haben, dann gibt es ja das nächste Crewmitglied. Wir erreichen die Eisenbucht. Wo ließe sich besser das Relikt aus Asche und geschwärztem Erz verbergen? Ei, aber ist es noch immer verborgen, frage ich mich. Oder haben Ignatius Lakaines bereits aufgestöbert? Würde mich an einem solchen Orte nicht wundern. Nun denn. Sollen wir uns das Inventar ansehen, bevor wir Zeit damit vergeuden, einander zu durchsuchen? Ei, schaut mal hier. Die Inquisition hat alle seelenverseuchten Gegenstände penibel erfasst. Schauen wir uns deren eiserne Ordner an. Mal sehen, ob die unsere Arbeit bereits erledigt haben. Nun entscheide du, wo wir an Land gehen, Frau Navigatorin. Zumindest müssen wir nicht wieder zu dem Mordorberg. Ja, eigentlich wäre ja die Schlussfolgerung ganz einfach hier, ne? Also wir haben ja hier da hinten einen ziemlich nahen Landeplatz. Allerdings mit Wasser. Oder ist es eine Höhle? Und wenn ich hier Charaktere... Das kann ja eigentlich gar nicht sein, dass ich hier, wenn ich mit Charakteren, die nicht schwimmen können, dann habe ich hier ein ziemlich großes Problem. Wir benutzen den mal. Mal gucken, was passiert. So, jetzt wollen wir Afia mitnehmen. Überlass die mir. Wir sollen Gael mitnehmen. Dann haben wir noch einmal freie Wahl hier. Genau, wir haben eine, die schießen kann. Wir haben niemanden, den schwimmen kann. Theresa kann, glaube ich, auch nicht schwimmen, ne? Wäre fast schon Toya oder... Also Toya oder John wäre jetzt an der Stelle wieder sinnig. Schon, finde ich, glaube ich, besser. Ist auch eine Konstellation, wo das Spiel nicht meckert. Passt also. Wir haben alle Wichtigkeiten dabei. So, wie ist es denn jetzt? Ach so, das ist einfach nur eine Höhle, wo wir dann oben rauskommen. Passt. Gut, dann packen wir die alle mal rein. Was hat nur Mordecai geritten, dass er eines seiner Relikte auf einer Insel der Inquisition versteckte? Vor Jahrzehnten war diese Insel als Schwarzfelsbucht bekannt und noch in Piratenhand. Der Captain hatte immer eine Schwäche für diesen Ort. Oft kamen wir hierher, um unten durch die verwunschenen Höhlen zu schlendern. Nun erfüllt das Maidenfeuer die Höhlen mit seiner seelenverzehrenden Energie. Tja, hoffen wir nur, dass uns die Inquisition die Mühe erspart, dort unten suchen zu müssen. Also ich glaube, die eine Wache, die ist doch schon mal safe und easy, es oder? Keine Entfernungen. Kein Rückzieher, was? Mein Leid. Eine Sorge wird. Gehen wir woanders hin. Können wir die hier über die Klippen werfen? Wird erledigt. Oh. Schwer. Nee. Schade. Ja, dann packen wir die wieder ins Gebüsch. Diese Erinnerung gehört uns. So, da haben wir auch was. Das fällt runter, beziehungsweise können wir runterlassen. Und da läuft eine Patrouille, die dann sich wahrscheinlich passend dazu auch, ja, richtig runterstellt. Ich
glaube, die sehen das alle nicht, ne? Kannst du die Wellen singen hören? Die Gelegenheit ruft. Oui? Wer möchte einen Freund? Keine Sorge. Tot sind wir ja. Gucken wir mal, ob wir die da einfach rüberschießen können. Der anderen Seite. Was? Oh. Ich bin bald dort. Oh. Ist das seltsam? Ja. Na, das war nicht so gut. Erde. Noch nicht so gut. Doch was Mondenanfang? Kanone gesucht? Yeah. Meine Seele ist wer war das? Kein Rückzieher, was? Danke für die Unterstützung. Gehen wir woanders hin. Okay, dann haben wir die schon mal da drin. Ja gut, das macht uns aber jetzt eigentlich ja das Leben auch nur bedingt leichter. Weil eigentlich müssten wir ja darüber dann. Zurück auf die See! Legen wir los, ja? Kann die da hochsteppen? Ein Segel durch das Herz. Ja, das, wenn wir den Spell verbessert hätten, dann würde es funktionieren, wenn es ohne Line of Sight funktionieren würde. Das haben wir leider noch nicht. Eine Erinnerung gefangen. Wie? Die See strömt durch mich hindurch. Aber, Moment mal. Der Wind weht, fliegen Kanonenkugeln. Das wird ein wilder Ritt. Der Kollege mit seinem Anker. Wir können hierher zurückkehren. Ich sehe zu niemandem auf. Magnifique. So tot, da ist mir niemals. Ich muss hier beim zweiten Mal aufräumen. Brauchst du die Schildkröten? Ich hoffe, diese Erinnerung hilft uns. So geht es nämlich dann auch, weil der ist ja unsichtbar. Das heißt, wir brauchen mit dem ja eigentlich auch nur kurz rauskommen, wenn dann die Patrouille wieder da ist. Und können eigentlich direkt danach wieder abtauchen. Hoffe ich. Ich hoffe, dass das vom Timing hinhaut. So, jetzt wäre eine coole Möglichkeit, dass wir uns da irgendwie hochschießen könnten. Das würde ja die Mission wahnsinnig abkürzen, wenn wir da irgendwie reinkämen. Warte mal. Ich vermisse die Wellen unter meinen Füßen. Ist das? Ich mag Weitschüsse. Schauen wir uns das Ganze mal an. Schön gemacht, Marley. Freiwillige? Jetzt geht der Spaß los. Das wird funktionieren auf einen. Okay, wir probieren das mal aus. Just for fun. Stets ein Vergnügen. Ganz hübsche Sammlung, die diese Eiferer hier so haben. Oh, alles, was nur einen Hauch seelenverseucht ist, gilt als ketzerisch. Ich würde behaupten, in den meisten Sachen hier steckt, wenn überhaupt, nur die Energie, um einen Zahnstocher zu verfluchen. Wie auch immer. Was als Ketzerei gilt, landet in der Grube. Was ist, wenn Mordecais Relikt längst jenes Schicksal ereilt hat? Der Captain wusste seine Geheimnisse zu verbergen. Wenn die Feuerknechte es gefunden haben, dann weil sie wussten, wonach sie zu suchen hatten. Nicht gut. Nicht gut. Die Sachen hier steckt, wenn überhaupt, nur die Energie, um einen Zahnstocher zu verfluchen. Wie auch immer.
Was als Ketzerei gilt, landet in der Grube. Was ist, wenn Mordecais Relikt längst jenes Schicksal ereilt hat? Der Captain wusste seine Geheimnisse zu verbergen. Wenn die Feuerknechte es gefunden haben, dann nur, weil sie wussten, wonach sie zu suchen hatten. Wie auch immer, schauen wir uns den Ordner an, dann wissen wir, was geht. Den Schildkröten würde das gefallen. Also, haben wir es doch noch hinbekommen. Ja, schön, Abkürzung. So liebe ich das. Gehen wir mal ein wenig abtauchen. Gehen wir mal abtauchen und dann machen wir auch wieder unser wohlverdientes Päuschen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann klettern wir direkt in das Heiligtum, wo einer der Ordner liegt. Und ja, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und bin dann mal AFK. Auf Wiedersehen.